Unser nächster Vortrag ist von Professor Dr. Stefan Weber, der 1998 sein Diplom in Ingenieurswissenschaften in Ilmenau und 2004 seine Doktorarbeit im Charité in Berlin gemacht hat. Er ist Professor für Image Guided Therapy an der Universität Bern und seit 2012 Direktor des ATOC Centers für biomedizinische Technik. Er ist spezialisiert auf die Unterstützung von Operationen durch Technologie und wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag Nachhaltig, sicher, ökonomisch, Vermeidung von Operationen, wo immer möglich. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Weber. Eigentlich ist die Frage, kann man Operationen grundsätzlich vermeiden, so weit wie möglich? Und ich möchte darauf gleich ein bisschen eingehen. Ich habe, bevor ich damit beginne, noch ein paar Infos zu mir selber, dass man mich ein bisschen kennt. Ich habe mal vor langer Zeit, vor über 20 Jahren in Ilmenau in Thüringen Robotik, Automatisierungstechnik studiert, war dann als Fulbright-Stipendiat ein gutes Jahr im Robotik-Institut der University of Southern California in Los Angeles in Kalifornien als Forschungsstipendiat dort und habe da ein bisschen also mobile Robotik geforscht. Habe danach ein Doktorat gemacht an der HU Berlin, war an der Charité 4 Jahre im Labor für medizinische Navigation und Robotik von Tim Lüth damals aktiv. Bin danach für 3 Jahre als Postdoc nach München gegangen, an die TU und habe dann 2008 eine Assistenzprofessur an der Universität Bern übernommen. Das habe ich gemacht, weil mich Medizin immer sehr stark interessiert hat und ich war dann, nachdem ich an der Charité war, an einer medizinischen Einrichtung, hatte ich das Angebot aus Bern und Bern hat ja keine Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, sondern eigentlich die bekannteste und größte medizinische Fakultät der Schweiz und das fand ich reizend und spannend und deswegen habe ich mich als Ingenieur entschieden, wieder dann zurück in eine medizinische Einrichtung zu gehen und ich sage immer, das war halt auch das Ziel, dass man mit dem Badge, den man dann hat, grundsätzlich mal in jeden OP reinkommt. Das hat mich immer umtrieben, die Dinge halt konkret in der Realität, in der Klinik zu ändern und Dinge zu lösen. Ich habe dann ein Jahr nach meiner Ankunft in Bern die Firma Castination gegründet und habe dann in dieser Zeit mit quasi neben dem Aufbau der Firma auch als Ordinarius und auch Institutsleiter für ein größeres medizintechnisches Institut gearbeitet und habe mich dann halt letztes Jahr im Sommer entschieden, vollumfänglich dann in die Firma zu wechseln, in der Firma dann die Rolle der Geschäftsführung zu übernehmen und mein Amt als Forschungsprofessor im Grunde genommen nur noch so als, was heißt nur noch, aber als Nebenamt zu betreiben, weil ich das, was ich mal in der Forschung angeschoben habe, mittlerweile vor über 10 Jahren, dass ich das auch, sag ich mal, konkret und hochspezifisch bis zum Ende durchboxe. Und bis zum Ende heißt eben nicht ein Patent anmelden, heißt auch nicht, dass man eine Publikation macht, sondern heißt tatsächlich, dass man das Zeug, was man sich mal ausgedacht hat, bis in die Klinik bringt und zwar nicht nur in eine Klinik, sondern in möglichst viele Kliniken, um dann die Dinge, die man glaubt, dass sie richtig sind, auch durchzuziehen bis zum Ende und das weltweit in den Markt einzuführen. Wenn man sich mal anschaut, Nachhaltigkeit, ich habe es jetzt mal so ein bisschen so eine Grobdefinition mal ausgesucht, ist die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit von Lebewesen und Ökosystemen unter den Randbedingungen Suffizienz, das heißt die Verringerung von Produktion und Konsum, dabei eine Erhöhung der Effizienz, eine immer ergiebigere Nutzung von Material und Energie und dabei eben auch Konsistenz, also die naturverträglichen Kreisläufe, Recycling, Müllvermeidung zu erreichen. Jetzt muss man ja nicht immer nur fragen, was Müllvermeidung bedeutet, wenn man eine OP macht, ja, kriegt man dann irgendwie statt 10 Kilo Müll irgendwie nur noch 5 Kilo raus. Und man kann auch viel grundsätzlicher hergehen und fragen, was ist denn eigentlich, wenn man dieses ganze Prinzip von chirurgischen Eingriffen immer wieder hinterfragt. Ja? Und wenn man das ein bisschen anschaut, gibt es dafür viele Punkte, die man sich ein bisschen anschauen kann. Das gucken wir mal an. Chirurgische Eingriffe grundsätzlich, ja, sind kostspielig in der Durchführung. Man hat Personal, Sie kennen das vielleicht schon, das sind halt die eigentlichen Operateure, das sind je nachdem, was es für ein Eingriff ist,
Und ich bin ja so ein bisschen in der Leberkrebsbehandlung, Leberchirurgie unterwegs. Dort hat man eine Nummer 2 bis 3 Ärzte, einen sehr erfahrenen Operateur, der die Operation leitet, einen Assistent, der auch mindestens mal ein Facharzt ist und dann vielleicht noch ein Student oder zwei, die auch mit am Tisch stehen. Dann hat man eine sterile eine Schwester, die Instrumente zureicht und bedient. Dann hat man einen Läufer, der zwischen dem Tisch und zwischen dem Lager hin und her flitzt. Dann hat man nochmal, je nachdem, wie schwierig so ein leberchirurgischer Eingriff ist, auch mal mindestens ein, typischerweise 2, manchmal sogar 3 Anästhesieärzte noch am Start, die versuchen dort den Patient durch die Operation zu bringen. Das ist manchmal aufwendig mit Blutkonserven. Und auch bei Patienten, die multimorbid sind, muss man da sehr genau und sehr aufwendig hinschauen, dass man den Eingriff gut zu Ende bringt. Ja. Chirurgische Eingriffe sind grundsätzlich auch immer schwerwiegend für die Lebensqualität der Patienten mit Schmerzen und Einschränkungen. Natürlich ist das Ziel, dass man dem Patienten hilft, dass man zum Beispiel einen Tumor entfernt. Aber es ist auch klar, dass man, wenn man eine Leberoperation macht, dass der Patient eben mal sehr umfangreich am Bauch, der Bauchraum eröffnet wird. Das hat postoperativ dann, führt es dann zu großen Schmerzen, zu Einschränkungen in der Bewegung, mit dem Aufstehen und so weiter. Das geht eine ganze Weile, bis man da wieder einigermaßen in Gang kommt. Und danach ist natürlich auch noch diese Aufwendigkeit in der Nachsorge. Eine Leberoperation, das sehen wir dann gleich noch, führt typischerweise zu 1 bis 2 bis 3 Tagen, wenn es schwierig ist, auch noch mal länger zu Aufenthalten in der Intensivstation. Die Pflege ist aufwendig. Man hat dann, weiß nicht, typischerweise 10 Tage bis 14 Tage stationären Aufenthalt. Danach kommt man nach Hause. Danach ist man aber noch nicht gesund, sondern bedarf dann weiterer Pflege. Und bei größeren Eingriffen, wie zum Beispiel in der Leber, gibt es dann typischerweise auch noch eine Rehabilitation oder eine Anschlussheilbehandlung, die auch noch mal sehr aufwendig ist und Geld kostet. Natürlich ist das Ziel, den Patienten dort manchmal vom Krebsleiden, ja, wenn auch nicht immer zu befreien, aber so doch das Krebsleiden quasi zurückzusetzen in den Zustand, dass sich die Lebenserwartung des Patienten mindestens mal ein bisschen positiv verbessert. Aber eben diese ganzen Eingriffe ist halt sehr aufwendig. Ja? Und wir sehen nachher noch ein paar Zahlen dazu, da komme ich dann gleich noch ein bisschen dazu. Was wir auch sehen in der chirurgischen, ja, chirurgischen Medizin im Grunde genommen, es gibt die Trends, die wir seit vielen Jahren beobachten, und das schneidet sich auch ein bisschen mit den Themen, die wir hier ein bisschen angesprochen hatten. Der Trend ist ganz klar, ja, man versucht von diesen offenen Eingriffen, wo man die Patienten von oben bis unten, gelinde gesprochen, sagt, man schneidet die halt auf, man versucht da zu minimalinvasiven Behandlungen zu gehen, insbesondere in der Bauchchirurgie. Also Schlüssellocheingriffe, 4 kleine Schnitte, wo die Instrumente eingeführt werden und eine Kamera statt einem großen offenen Schnitt. Man versucht in anderen Bereichen eben von minimalinvasiven sogar zu interventionellen Eingriffen zu gehen. Das heißt, man versucht Stents und Herzklappen interventionell angiografisch quasi über das Blutgefäßsystem zu platzieren. Die moderne Stentplatzierung nach Herzinfarkt hat die zu großen Teilen die koronare Herzchirurgie abgelöst als Standard. Früher, weiß nicht, vor 30 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren, war der Standard nach einem Herzinfarkt eine großräumige Eröffnung des Herzens und dann eine Plastik, die Gefäßsysteme aus den Beinen zu entnehmen und am Herz wieder einzusetzen. Das versucht man heute oder schafft man sehr gut, eben auch mit Stents. Ja, das ist klar, dass dort ein ganz anderer, sag ich mal, Aufwand betrieben werden muss, um den Patienten eine mindestens ebenbürtige Genesungschance bieten zu können. Eingriffe generell, also sowohl chirurgisch als auch interventionell, gibt es den Trend, dass man versucht, pharmakologisch zu arbeiten. Ja, in dem Maße, wie sich pharmazeutische Therapeutika quasi entwickeln können, kann man auch Eingriffsformen ersetzen. Wenn man Onkologen fragt, sagen die auch, dass, sag ich mal, immer modernere Chemotherapeutika, insbesondere bei Krebs, quasi auch dazu führen, dass man möglicherweise manchmal gar nicht mehr operieren muss. Dass man einfach sagt, okay, statt einer aufwendigen Operation mit 10 Leuten, einen halben Tag im OP, gibt's halt eine Tablette oder halt eine Infusion.
Das ist natürlich auch ganz anders in der Nachhaltigkeit. Und wenn man es noch fundamentaler betrachtet, kann man sich natürlich auch fragen, quasi, wäre nicht eigentlich das große Ziel, eine Erkrankung insgesamt zu vermeiden, in den Griff zu kriegen, durch Prävention beispielsweise, durch Impfungen, durch Vermeidung von Fehlverhalten, also Klammer auf, Rauchen, Trinken, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, um bestimmte Erkrankungen gar nicht stattfinden zu lassen. Das ist ganz wichtig. Ja? Und so als kleines Bonmot, einer der Gründer der Charité, August Bier, der hat am Ende seines Lebens so ein bisschen in einem esoterischen Ansatz dann mal gesagt, Chirurgie fängt dann an, wenn die Medizin versagt hat. Man muss sich das so ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sicherlich eine kontroverse Aussage, aber das ist halt tatsächlich schon so. Ja, man muss halt operieren, weil einem keine andere Möglichkeit mehr besteht. Für uns als Ingenieure wäre die Aufgabe zu fragen, wo können wir chirurgische Eingriffe grundsätzlich vermeiden, indem wir andere Behandlungsoptionen anbieten können. Sicherlich immer technologische Lösungen. Das heißt, wir werden als Ingenieure nicht in der Lage sein, Tabletten oder Wirkstoffe zu entwickeln und einzuführen. Ja, wir können halt dafür sorgen, und das gebe ich jetzt gleich noch als Beispiel, wie man quasi mit Technologien es schaffen kann, von chirurgischen Eingriffen grundsätzlich wegzukommen. Das wird nicht immer und überall vollumfänglich möglich sein, aber in der Summe kann man das schon sich als Ziel setzen. Das möchte ich jetzt mal noch am Beispiel von onkologischen, also Krebsoperationen bei Leberkrebspatienten noch mal ein bisschen zeigen. Ja. Wenn jemand Leberkrebs hat und da gibt es verschiedene Unterformen, da gehe ich jetzt nur so grob drauf ein. Also gibt auf der einen Seite den primären Leberkrebs, hepatozelluläres Karzinom, das man dann halt irgendwie aufgrund verschiedener Vorbelastungen oder auch einfach so bekommen kann. Und parallel dazu gibt es eben noch die Problematik der Metastasen in der Leber, insbesondere nach Darmkrebs, die man behandeln kann. Die Optionen, die man da hat, sind zum einen die chirurgisch offenen Resektionen, also man schneidet einen Teil der Leber ab. Das kann man kombinieren mit Ablation. Ablation heißt, dass man eine Nadel, die so 1-2 Millimeter dick ist, in den Tumorherd reinsteckt und dann durch Applikation von Energie, Hitze, Kälte, Strom diesen Tumor, wie auch immer, dann verödet und dann quasi den Krebs quasi als solchen entfernt. Und klar, bei Patienten, insbesondere bei HCC, also bei Leberkrebspatienten, ist auch unter Umständen eine Transplantation dann angesagt. Ja. Man hat in den letzten 20 Jahren geschafft, viele oder zu einem Teil diese chirurgischen Eingriffe durch minimalinvasive, also Schlüssellochoperationen zu ersetzen. Kleinere Resektionen kann man laparoskopisch machen. Das heißt, dort kann man bestimmte Teile der Leber laparoskopisch entfernen und auch eine Ablation dann kontrolliert durch die Bauchdecke durch an die richtige Stelle platzieren. Im Gegensatz dazu nicht chirurgisch eben Chemotherapie, das haben wir eben kurz besprochen, einfach systemische Behandlung des Krebses. Man kann Bestrahlungstherapie verordnen von außen über Strahlenkanonen. Brachytherapie ist das Einbringen von Kathetern in die Nähe des Tumors und dann die Abgabe von Strahlendosen, die dazu führen, dass der Tumor dann eben auch, sag ich mal, strahlentherapeutisch dann verödet wird. Embolisation ist ein Eingriff, wo man mit einem Katheter versucht, über das Gefäßsystem, typischerweise in der Leiste rein und dann hoch und dann in die Richtung vom Tumor, der sehr stark durchblutet ist, dann quasi mit dem Katheter in die Nähe vom Tumor zu gelangen und dann dort in den Tumor dann bestimmte Gifte, also banalerweise zum Beispiel Ethanol, also Alkohol, einzuspritzen, das dann dazu führt und dafür sorgt, dass der Tumor dann eben manchmal chemisch einfach zerstört wird. Und eben das Thema, was wir halt machen, ist halt diese interventionelle Ablation. Das heißt, man versucht, eine Ablationsnadel sehr präzise in den Tumor reinzustechen und dann mit einer kontrollierten Energieabgabe diesen Tumor zu veröden, sehr typisch mit Hitze. Wenn man es mal anguckt, ich habe mal hier so ganz kurzes Video rausgesucht. Ich hoffe, man kann das so sehen. Ja, wir haben halt vor vielen Jahren angefangen, mal offene chirurgische Eingriffe zu unterstützen. Man sieht hier diese drei Operateure,
die versuchen halt hier quasi mit einer Navigationslösung diesen Tumor da anzufahren. Im OP, das ruckelt wahrscheinlich bei euch auf dem Bildschirm ziemlich stark. Aber man sieht halt, es ist ein riesiger Aufwand. Die Operationen gehen mehrere Stunden und man versucht dann hier diese Tumore zu entfernen. Ich hoffe, man sieht es jetzt so einigermaßen. Was man hier drauf sieht, ist ein aus dem Computertomogramm gerendertes 3D-Bild eines Gefäßsystems in der Leber. Der Lebervene sieht man hier so in hellblau und man sieht auch die verschiedenen Tumorstrukturen in gelb ganz gut auf diesem Bild, die halt in diesem Eingriff damals mit einer Resektion, also abgeschnitten wurden. Aber diesen kleinen Tumor hier, da wo die Nadel jetzt hinzeigt mit diesem grünen Punkt, dieser Tumor war damals zu nah an einem Gefäß, sodass man den halt nicht abschneiden konnte, weil man dann dieses ganze Gefäß dann in Mitleidenschaft gezogen hätte. Das nur so als Beispiel mal, so eine Leberoperation ist ja aufwendig. Wenn man mal schaut, in Bezug auf Nachhaltigkeit, also eine Leberoperation, eine Leberresektion kostet, je nachdem, wo man sich in Europa jetzt befindet, irgendwas zwischen 25.000 und 50.000, wenn man dran geschrieben, Euro, Franken, Dollar, ist verbunden mit 2 bis 3 Tagen auf der Intensivstation, bis zu 14 Tagen im Krankenhaus. Im Normalfall, das kann natürlich auch unter Extrembedingungen noch sehr viel höher gehen. Es finden teilweise nach so Rehabilitationen statt. Das heißt, die Leute gehen dann wieder, weil sie massiv eingeschränkt sind nach so einem Eingriff, dann noch in eine Kur, werden dort behandelt, lernen wieder manchmal ein bisschen sich zu bewegen, zu gehen. Auch andere Aspekte dann vom Lebenswandel werden dann noch ein bisschen wieder rehabilitiert. Komplikationen grundsätzlich bei Leberkrebsresektion, ja, bis hin zu Tod, kleinere, größere Entzündungen in der Leber, Narbenbrüche können auftreten und noch vieles mehr. Und die Komplikationsrate ist signifikant, die ist hoch. Und wir wissen aber auch, Chirurgie ist heute Goldstandard, das ist auch richtig so. Die Chirurgie an sich ist eigentlich eine sehr spezifische Eingriffsform. Man kommt halt rein, man kommt bis ran an den Tumor. Und wenn man es operieren kann, macht man das heute auch so. Und wenn man sich jetzt überlegt, man bringt dann noch einen Roboter mit ins Spiel, dann bleiben die Kosten hoch, beziehungsweise werden insgesamt noch höher. Man verschiebt mit Robotik und allen möglichen anderen Technologieansätzen im Grunde genommen die Grenze des Machbaren noch weiter nach oben oder nach vorne. Und quasi mit noch mehr Aufwand betreibt man noch einen größeren oder versucht man noch einen größeren Nutzen zu erzielen bei immer komplexeren Fällen. Wenn man es jetzt mal in Vergleich setzt, wir haben uns auch aus diesem chirurgischen Bereich rausentwickelt und haben halt gesehen, dieses Verschieben der Machbarkeit in der Chirurgie ist eigentlich nicht das, was gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich und insbesondere auch unter diesen Fragen von Nachhaltigkeit eigentlich gefordert ist. Die Frage ist, wie kann man diese effizienten Behandlungen noch mehr Patienten anbieten? Wenn man jetzt auch noch mal schaut, ja, wir haben eben auch noch eine Gesamtsituation, auch weltweit, dass Patienten, die Leberkrebs haben, wahrscheinlich heute so zwischen 30% und 40% der Patienten werden operiert. Alle anderen können sowieso keine Operation haben. Und in anderen Ländern, in der zweiten Welt, vielleicht auch in der dritten Welt, sehen die meisten Patienten, die Tumoren in der Leber haben, die sehen überhaupt keine chirurgischen Behandlungen oder interventionellen Behandlungen. Und da müssen wir aber auch als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft im Grunde genommen eine Antwort finden. Und aus meiner Sicht ist die Frage, wie können wir da Lösungen anbieten? Und wir haben uns auch aus diesem chirurgischen Bereich wegbewegt und haben gesagt, können wir im Grunde genommen die Chirurgie nicht als solche in Frage stellen, aber können wir dafür sorgen, dass mit einer Behandlungsform, die wesentlich weniger aufwendig ist, die aber genauso effizient ist wie Chirurgie, punkten. Und wir haben über die Jahre, und das habe ich eben quasi damals in der Forschung angefangen vor über 10 Jahren, und mittlerweile betreibe ich das jetzt hier aus der Firma heraus. Das ist jetzt auch keine Werbung für die Firma sein, um Gottes Willen, aber es ist quasi das Thema, das mich umtreibt, dass wir das schaffen, diese Eingriffe auf ein Niveau zu bringen, dass möglichst viele Patienten davon profitieren können. Und wenn man das jetzt mal kurz anschaut, jetzt versuche ich mal kurz zu erklären, was hier gemacht wird. Man sieht hier unten auf dem Tisch liegt ein Patient, der Kopf ist hier oben quasi in der Röhre im CT
und die Füße nach unten aus dem Bild raus. Und wir sehen hier noch den Brust- und Bauchraum vom Patienten. Und die Ärztin hier hält so ein Gerät, mit dem können wir nachher die Ablationsnadel genau an der richtigen Ausrichtung im Raum ausrichten und dann einstellen. Hier haben wir dieses Navigationssystem, sieht man hier mal zwei Bildschirme und hier oben eine Tracking-Kamera. Die schaut auf den Bauch hier drauf und kann sowohl die Lage des Patienten als auch die Lage der Ablationsnadel im Raum verfolgen. Und das Gerät hier ist am CT angeschlossen, diese Bildschirme. Und das CT, wenn der Scan gemacht wird für den Patienten, dann können wir die CT-Bilder auf die Bildschirme laden und können am Bildschirm interaktiv mit einem Touchscreen den Tumor identifizieren, auf dem Bildschirm kurz markieren, wo der ist. Dann kann man die Richtung von der Ablationsnadel hier definieren, kann schauen, dass man zu den Risikostrukturen, also zu den Gefäßsystemen zum Beispiel weit weg ist oder genügend nah oder genügend weit entfernt ist. Man kann dann hier mit verschiedenen Funktionen eben auch noch planen oder festhalten, wie groß ist der Tumor eigentlich, was möchte ich für einen Sicherheitsabstand haben und wo soll die Nadel dann aus welcher Richtung eingebracht werden. Und dann eben auch noch mit einer bisschen Simulation kann man noch darstellen, wie groß dann das zu erwartende Ablationsvolumen dann sein soll. Das geht dann relativ rasch, da braucht man irgendwie so ein paar Minuten dafür, kann man diese Planung machen, so nennen wir das. Und wenn diese Planung gemacht ist, dann hilft einem die Kamera und die Anzeige dann auf dem Bildschirm, dass man die Nadel eben genau so ausrichtet, wie man es haben möchte. Und dann kann man die Nadel dann als Arzt dann in der definierten Tiefe dann quasi in einem Rutsch in den Tumor reinschieben und dann den Tumor dann durch Abgabe von Energie dann abladieren. Da kann man jetzt noch stundenlang über diese Technologie und was da alles gemacht wird, diskutieren, aber ich möchte ein bisschen wieder zurück auf die Nachhaltigkeitsdiskussion. Wenn man so einen Eingriff macht, in Deutschland gibt es für so einen Eingriff im Augenblick 4.000 Euro Erstattung von der Krankenkasse. Das reflektiert natürlich auch die Aufwände, die man im Krankenhaus hat. In anderen Ländern, jetzt in der Schweiz, gibt es ein bisschen mehr Geld, aber man sieht schon, diese Zahl ist schon ganz anders. Jeden Patient, den man quasi so behandeln kann, mit selben Ergebnissen, führt natürlich dazu, dass man im Gesundheitssystem eine Größenordnung zwischen 20.000 und 40.000 Franken, Euro oder was auch immer an Geld einsparen kann, was man an anderer Stelle ausgeben kann. Das ist für mich ein sehr wichtiger, hochrelevanter Aspekt von Nachhaltigkeit. Die Patienten gehen dann eben im Schnitt nicht in die Intensivstation und sie gehen nach einem Tag aus dem Krankenhaus wieder raus, können, wir sagen immer, am Tag danach im Grunde genommen oder nach dem zweiten Tag dann wieder zu Hause vollumfänglich ihren normalen Aktivitäten nachgehen, können ihre Enkel treffen, können einkaufen gehen und machen. Es gibt sicherlich auch wie überall immer noch Komplikationen, aber die sind in einem sehr geringeren Maße und auch in einem sehr geringeren Umfang. Gibt mal eine Blutung, gibt auch mal einen Abszess, aber halt irgendwie solche Sachen wie Narbenbrüche oder auch Tod ist eigentlich, also Narbenbrüche sind grundsätzlich ausgeschlossen und dass jemand bei so einer Behandlung sterben kann, ist auch möglich, ist aber eine extremste Ausnahme im Grunde genommen. Ja. Und was wir hier leisten können, ist, dass wir mit so einer Technologie, die wir halt als Ingenieur gebaut haben, ermöglichen, dass eben solche Eingriffe sehr reproduzierbar durchgeführt werden, weil die Ärzte eben sehr genau in drei Dimensionen planen können, was sie eigentlich erreichen wollen und dann eben in einem Vorgehensschritt diese Ablation durchführen können, ohne so halb blind in der Leber rumzustochern, bis sie möglicherweise an einem richtigen Ort sind und dann irgendwas zu applaudieren. Ja? Und man kann da sagen, technologisch kann man hier sagen, wir können als Ingenieure Disruption ermöglichen. Wir können Dinge, die so gemacht werden, weil sie so gemacht werden, mal in Frage stellen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die ich für uns als Ingenieur auch immer sehe, das eigentlich zu hinterfragen, nicht den Status quo zu zementieren, und zu sagen, okay, können wir jetzt auf das Konzept von Chirurgie durch AI und durch Robotik und durch alle möglichen Technologien noch was obendrauf setzen, sondern können wir eigentlich mal, wie in diesem Fall geschehen, bestimmte Eingriffsformen hinterfragen. Und wenn ihr euch das mal genau anschaut, und ich hatte ja am Eingang meiner kurzen Darstellung noch ein bisschen mal zu Stents gesprochen, die Disruption in der koronaren Bypass-Chirurgie am Herzen war eben nicht die Anwendung von einem Operationsroboter, Klammer auf, Da Vinci, Klammer zu,
sondern es war die Erfindung des Stents. Und der Stent wurde eben auch von Ingenieuren entwickelt. Und die Antwort auf das Problem war damals eben nicht, einen Roboter zu bauen, um das, was der Mensch so tut, zu augmentieren, sondern im Grunde genommen zu hinterfragen, was da eigentlich stattfindet. Nämlich man muss quasi einen Blutfluss in einem Gefäß wiederherstellen. Und klar, das kann man chirurgisch machen. Aber eigentlich war die Antwort nicht eben, man baut einen Roboter, der das irgendwie feinfühlig und hochpräzise wieder rekonstruieren kann, sondern man baut ein anderes Gerät, was diesen Blutfluss an sich wieder ermöglicht. Und dieses Denken, finde ich, ist wichtig, dass man das in die Runde trägt. Deswegen habe ich mich auch kurz entschlossen, hier diesen Vortrag noch mit anzunehmen, dass man der neuen Nachfolgegeneration an Ingenieuren auch sagt, stellt die Dinge, die da laufen, auch mal in Frage und lasst euch nicht von den Leuten, die draußen sind, sagen, man muss jetzt immer noch irgendwas obendrauf pappen auf etwas, was an sich schon nicht gut ist, ja, sondern sagen, okay, was ist eigentlich des Pudels Kern und wie kann ich dieses grundlegende Problem, was da stattfindet, ganz anders angehen? Das ist das, wo es wirklich spannend wird.